Willkommen zu Horror Minesweeper. Ich sollte vielleicht erklären, wenn ich von Horror Minesweeper rede, werden die meisten wahrscheinlich an sowas hier denken. Das meinte ich natürlich nicht. Ich meinte natürlich das hier. Zusammen bewaffnet mit meinem Koala. Und dem Saft, der die Blase lockert. Geht es jetzt ran an Minesweeper von Spellos. Link im Übrigen in der Videobeschreibung. Die Regeln. Clicking on a tile, also auf ein Teil treten, ist im Prinzip das Teil auslösen. Bei einer Mine sind wir tot. Ohne eine Mine wird das Teil geklärt. Und die Nummer zeigt uns dann halt, wie auf Minesweeper-Regeln halt so. Interessantes Feld, aber irgendwie. Ich sehe überall nur Nullen. Das erinnert mich viel wieder an diesen scheiß Spruch vom Wegen. Ich fühle mich eingezäunt, denn ich bin nur von Pfosten umgeben. Muss ich das jetzt hier draufstellen? Okay, ich nehme dich. Platziere dich hier. Hä? Die erste Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich erstmal ein falsches Feld drücke? Es ist eine Mine in der Nähe. Du es? Okay, wollen wir besser nicht machen. Ich hab mich wieder beruhigt. Nein! Ah, oh, fuck, warum kommen die immer? Nein! Oh. Theoretisch müsstest du jetzt sicher sein. Ja, danke, du bist. Ja, man muss schon mit so ein bisschen Intelligenz rangehen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der schlauste einer, aber ein Stück weit darf man auch nicht dumm sein. Ah ja. Nein! Scheiße, ah! Nein! Ah! Die letzte Flagge. Hey! Ich habe alles gelöst und es geht nicht weiter! Geh! Ach du Scheiße! 10 out of 10, never play again! Das war's mit Minesweeper. Es war lustig, war definitiv lustig. So als Gänge zwischendurch kann ich es echt weiterempfehlen. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Grüße von eurem Zero.